so schön. Ist das ein Wahnsinn. Ja, grüß dich, Leute. Servus. Ja, ich bin da heute auf, gell, da. An Ochensee. Gewaltig einfach, ja. Einfach gewaltig, sieh ich mal mich. Ja, das hat schon passen, gell. Einfach gewaltig. Wie gesagt, bin ich auf. 580 Höhenmeter sind es genau. Bis da hinten, das ist da der Kamm, der Bergkamm. Und hinten geht es hoch an den Sturmberg. Ja, da geht es auf den Sturmberg hoch. Ja, ist nie im Gange, ich habe mir schon überlegt, ob ich nicht hoch gehe und auf mit dem Taxi aus auf wieder an Ochensee zum Auto. Aber es ist Tiefschnee, es ist hoch. Da ist Schattenseite. Ich traue mich nicht hoch gehen, weil ich es nicht kenne und nicht weiß. Und wenn du nie im Gange ist, dann muss nicht unbedingt sein. Ne? Ja, Leute, ganz als Erstes, das habe ich schon am Anfang einmal erwähnt. Mein Rucksack, gell? In Centurio, im Berghaus, Berghaus Centurio. Und da sieht man jetzt gut, hier die Seitentaschen heute offen. Gell? Die 2x15 Liter, ja, und die sind gewaltig, die braucht es. Ja. Ja. Und jetzt ja, mal schauen. Was heute gut zum Essen geht. Ja, ich schätze halt einmal 20 Kilo. 20 Kilo werden wir mithaben, gell? Ja, super fein warm, super bachelwarm, gell? Aber jetzt bin ich ein bisschen verschwitzt. Und da der Sonne ist sowieso herrlich. Ich schätze, dass da 10 Grad hat, 12. Gell? Der Schnee ist zwar, der Weg ist gefroren, der Weg ist beinhart, so bunhart. Also wirklich. Aber, ja, Berg. So wie es gehört um die Jahreszeit, gell? Wenn wir Pech hatten, auf kann man da überhaupt nicht mehr auffahren. So, Kleinigkeit umlegen. Ja. So, kann man auspacken. Ja, hier, zwei Sachen. Rucksack habe ich gezeigt, die Seitentaschen, gell? Genial. Ein paar schwierig, weil man die auch hat tun kann, eben, wie gesagt. Das ist ja eine tolle Sache. Meine Wasserflasche. Ist immer dabei. Mein EDC. Das habe ich immer im Rucksack. Gell? Das, Leute, das habe ich immer mit. Gell? Ganz kurz, Gott. Das habe ich immer mit. Verschiedene Sachen. Feuerstahl, gell, so ein kleiner Jause ist innen. Ja. So ein kleiner Jause. Ein Kinnspan, ein Schnellstarter, die Spezial und ein paar so Sachen halt. Gell. Wichtige Sachen. Und Zinter, gell, und Zintwürfel. Und ein bisschen ein Spitzer. Gell. Ist drinnen auch. Und eine erste Hilfe habe ich da jetzt nicht, weil das habe ich sowieso immer mit. Ein Packel Geld habe ich auch mit. Gell? So wie es war jetzt mit dem Taxifahrer oder irgendetwas. Gell? Also mein kleines EDC ist das. Nur das absolut Notwendigste, wenn ich mir jetzt wirklich verlaufert, muss man Feuer machen oder irgendetwas, dass ich nicht verhungere, wenn ich nicht mehr zu essen habe. Gell? Dann habe ich das Nötigste habe ich da mit. Das Nötigste, kleines Backtel, weg nicht. Gell? Das habe ich immer im Rucksack. Das ist immer mit dabei. Und selbst habe ich fast jeden Rucksack drin. So, mal schauen, wo ich alles habe.
das ist so ein schönes Plätzl da. Alles voll Rotwildspuren, gell? Eine Rotwildspur nach der anderen. Echt ein Wahn. Unfassbar, ja. Toll. Tolles Gebiet. Gell, ich kenne das nicht so, gell? Da Ochenseer Gebiet. Ganz ein tolles Gebiet. Gewaltig einfach, gell? Einfach gewaltig. So. Habe ich mein Backtel mit, das habe ich heute gar nicht komprimiert. Aber da sehe ich jetzt zum Beispiel, wie ich das letzte Mal gezeigt habe, gell, da ist mein Daunenzeug innen. Total leicht, die Weste und die Daunenjacke. Und, das kann ich noch einmal zusammen komprimieren, sehe ich, da bleibt nicht mehr viel übrig. Gell. So eine ganz, so eine heute nicht gebraucht. Habe ich nicht brauchen, zusammen komprimieren und wenn ich nicht muss, nachher tue ich es auch. Braucht man nicht, weil es warm ist. Auf die Seite tun. Einmal zum Probieren, gell? Ich habe ja das letzte Mal so gemacht. Könnt ihr euch noch erinnern? Und er sagt, ja, macht. Aber das ist ein ungefährer Platz. Und nie hat man ein gescheites Platz zu etwas hinstellen. Yellowstone. Backpacker Table. Backpacker Table klingt ja brutal. Ja. Das habe ich mir bestellt. 20 Euro. Alu. Eine leichte Alu-Konstruktion, nicht weltbewegend, überhaupt nicht weltbewegend. Wiegt unter ein Kilo, 600 Gramm oder so. Und wenn ich jetzt nicht wahnsinnig weit gehen muss, gell? Ich habe es noch nie aufgebaut. Mal zuerst schauen, wie das geht. Aha. Da einhaken, aufklappen. Schaut mal her. Ganz was Simples. Alu, simpel. Aber man hat einen Tischl. Logisch kann ich mir das bauen. Logisch kann ich mir das selber bauen. Ja? Mit Äste oder irgendetwas. Kann ich mir, selbstverständlich. Muss ich aber nicht. Schaut euch das einmal an. Wenn ich nicht weit gehen muss, die 600 Gramm, ich trage gern. Mir macht das nichts aus. Brauche ich mich nicht ärgern, weil ich habe einen Tischl mit. Zum Probieren. Ja? Kostet nicht viel. Und wenn ich weiß, ich bin auf dem Berg irgendwo, dann schiebe ich es rein. Ist ja kein Problem. Ja. So, das Tischl wollte ich sagen. Yellowstone Backpacker Table. Grüß dich. Hallo. Servus. Backpacker Table heißt das. Ganze. Ja. Kostet nicht viel. Ja. Das nächste, was ich euch vorstellen möchte, das ist ganz einfach. So, ich habe das letzte Mal schon gezeigt. Das ist Barracook. Und zwar Flameless Cooking. Flameless Cooking ist ganz bekannt in Amerika. Das ist dieses Kochen ohne Feuer. Weil eben in sehr vielen Orten, auch bei uns logischerweise, kommt aber mehr mit der Klimaerwärmung sowieso, dass man in gewissen Gebieten einfach kein Feuer mehr machen mehr darf. Also es ist verboten einfach, gell? Und ja, und deshalb gibt es dieses. Ich habe das letzte Mal schon den Adventure-Menü
System gezeigt, gell, mit den Säcklern. Und schon mal ganz kurz das umgeschnitten. Und jetzt möchte ich das zeigen, wie das funktioniert. Gell. Genial. Das fand ich schon lang, das fand ich schon, ich weiß es nicht mehr, 3, 4, 5 Jahre, 6 vielleicht sogar schon. Ich weiß es nicht. Aber ich finde das einfach, ja, für die schnelle Küche, irgendwo ein Raum, wo ich nicht Feuer machen darf, nicht muss, nicht kann, auf einen Gipfel, schnell was Anständiges essen, was Heißes, genial. Und schont die Umwelt total. Gell. Ja, da ist gerade ein paar vorbeigegangen, gell? Ich werde sich denkt haben, mit wem redet er denn? Ah, ist da rutschig. Ich halte schon wieder seinen ungefähren Ohr, gell? Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. So. Barakuk. Und es gibt halt Expressmenü. Gulasch Sägediner Art, also Sägediner Gulasch. Schauen wir mal, wie das schmeckt. In dem Barakuk ist dieser Behälter da drinnen, gell? Da ist dieser Behälter da drinnen. Und in diesem Behälter, in dem Geschmack. Was viele Leute nicht wissen oder nicht checken, gell? Diese Geschichten da alle, die haben alle super, weil die kommen. Die haben sofort essbar. Das heißt, die kann ich auch. Ich habe jetzt einen Hunger. Ohne weiteres kalt essen. Ich brauche dazu kein Feuer. Aufreißen, essen. Die Beutel sauber ausputzen. Das sind gefährige Beutel, die stehen nämlich. Wenn man hinstellt, kann man hinstellen. Die kann man nehmen, so was heiß machen, am Feuer. Wenn ich da Wasser mache drinnen. Oder als Behälter, ja, zum Beispiel. Ja, kein Problem. Mit meinem EDC und so einem Backel bin ich auf der sicheren Seite. Das nehmen wir nachher wieder mit. Wo ist dieses Barakuk? Ja. Schon ein normaler Plastikbehälter. Das sind diese Heating Bag, diese Hitzebeutel. Den tun wir jetzt auf. Gleich wie der andere. Ja, also kann man in der Natur entsorgen. Überhaupt kein Thema. Ja. Dann lege ich da einen. Und oft steht genau drauf. 50 Gramm brauche ich 150 Milliliter. Durch diese Markierung da. Schön auf dem Beutel umgeschrieben. Und da kann ich auch den Beutel hernehmen als Messbecher. Ja. 150 Milliliter. Bitte den Ding auf da. Und das passt genau. Ich habe allerdings aber
am Essbecherl mit. So in jedem Bauernkuck drinnen. Ja, da tue ich mir einfach ein bisschen leichter, gell? Mit dem. So. Wie viel haben wir gesagt? Braucht man? ml braucht man. Für das da. Einmal, zweimal 85 ungefähr, zweimal 80. Klang ein bisschen raus. So, das war's schon. Und jetzt werdet ihr sehen, es geht auch da gleich der Rauch auf. Und wenn der Rauch aufgeht, es fängt schon brodeln an. Man kommt das da. Das wäre da drauf gesetzt. Ja, seht ihr das? Und da werdet ihr jetzt gleich brodeln anfangen. Und nachher kommt der Deckel drauf und das wach. Es dauert aber ein bisschen, bis die chemische Reaktion stattfindet. Aber nachher geht es ganz gach. Gell? Bauernkuck. Bauernkuck, Flameless Cooking System. Ja. Seht ihr, ist ganz ein normaler Plastikdeckel da mit einer Gummidichtung. Diese Gummidichtung, die tue ich dir ein bisschen pflegen. Ja, da tue ich oft einmal ein Öl, ein kleines mit dem Finger ein bisschen ein Öl reichen, ein Silikonöl. Silikon einfach reichen, gerade in Gummi. Ich tue ihn auch, man kann ihn auch raus tun und einsilikonieren und wieder rein tun. Ja. Das geht natürlich auch. So, was ist jetzt mit meinem Beutel? Ah, jetzt wird er gleich. Jetzt hört es. Es dauert aber 3-4 Minuten. Gell? So 2-3-4 Minuten. Hört es? Jetzt hat er reagiert. Gell? Jetzt stellen wir das drauf und den Deckel drauf und zumachen. Braucht es eine Pause, gell, bis das ist. Dabei möchte ich den Kippers zeigen. Ich will meine Titan-Spoons, gell, die Löffel, Gabel, Messer, Kombi,
Und hat die Tankschiebe, ja, also ein Besteck habe ich auch, habt ihr gesehen. Und jetzt bin ich auf etwas gekommen. Dieses. Das Bärige allerdings an dem ist, Gabel, das Messer ist relativ scharf. Mit dem kannst du wirklich ein bisschen schneiden. Mit nur einem kannst du das nämlich nicht. Es hat einen Dosenöffner. Seht ihr das? Da. Ein Dosenöffner. Ganz genial. Ja. Und ein Flaschenöffner. Und was auch immer. Mit dem nur anfangen kann. Mit dem Teil da. Und ist gleich groß wie der Spoon. Und um 3,5 Gramm ist der schwerer, weil es ein Edelstahl ist. Das war. Das möchte ich probieren. Und das ist wirklich also sehr solide. Ich verbirgt sie nicht so leicht wie der Spoon und die paar Gramm, was das mehr wiegt, scheiß der Hund drauf. Gell? Also, aber ich finde genial, dass der Dosenöffner dabei ist, weil das ist mir schon nicht einmal passiert. Dass wir müssen mit dem Messer die Dose aufmurksen und das wisst selber alle, wenn ich keinen Asphalt habe, wo ich die aufreiben kann, den Deckel. Ach, ist das ein Scheiß, gell? Das ist alles ein Gemurkswerk. Dann habe ich diesen Löffel, kostet auch nicht viel, ein paar Euro. Amazon. Habe ich in jedem Rucksack, in jedem Essset mehr oder weniger drinnen. Zweimal umrühren. Schon warm. Ein Wahn. Ein Wahn. Übliche Vorspeise, gell? Für mich der ist da. Ich habe wirklich einen Hunger. Leute, da ist so schöne. Ist da. Aus. Aus. Das ist ein paar Bräcklein oben. Den wir teilen. Ja. Aus ist es. Warten. Wie immer. Der Hund muss folgen. Das Ganze kann man nachher aus. Das Ganze kann man nachher schön da. Den Müll kann man ein paar guckt rein tun, gell? Das ist auch bärig. Dann brauchst du her und rein tun, zutun, kommt nichts aus. Brauchst gar nicht extra so sauber machen und nichts. Rein, ein paar guck und erledigt. Jetzt such ich's. Ja, das Ding wird sehr, sehr heiß. Also es wird wirklich heiß, gell? Also das sieht nicht fast. Das ist unfassbar, wie heiß dass das wird. Und aufpassen, nicht dass das Brodeln anfängt auf bei mir im Rucksack hin. Gell? Was natürlich auch immer dabei ist, ist. Darf nicht fallen. Ein Stückchen Schokolade darf einfach nicht fallen.
wenn ich es aufbringe. Unter den Voraussetzungen, dass ich es auf da tue. Ja. Stückchen Schokolade für nachher. Ein junger Distel, Leute. Wahnsinn. Ein Distel, wo etwas stehen bleibt. Gibt's das sogar? Nur ein paar Storgen. Das wisst ihr zum Feuer machen, zum Holz sammeln und alles. Zum Hacken, zum Sageln. Einfach überall, wo man sich verletzen können. Im Wald, in der Natur, sollte man sich eigentlich Handschuhe anlegen. Und zwar in der Natur haben viele Bakterien. Und es kommt ganz leicht zu Entzündungen. Der Fuchs ist überall umeinander, wild ist umeinander. Die Strafen überall bei Holz, der leckt Holz an. Also es sind sehr gefährliche Bakterien und Viren im Wald vorhanden. Da wo wir mohren, gar nichts dabei mohren. Ja, da mohren wir aber, da ist eh nichts. Ah, das ist nicht so, gell? Deswegen soll man die Hände schützen. Handschuhe, gell? Gibt ja viele, die Handschuhe, gibt ja Survival-Handschuhe, Bushcraft-Handschuhe, der Backpacker Wilderness, der Gerhard, gell, hat gern diese braunen, diese Bushcraft-Handschuhe, super Handschuhe, einwandfrei, gell, und sehr griffig. Aber halt im Winter, jetzt oder so, wenn die Temperaturen ein bisschen sinken, gell, auf die ist halt einfach ein Tiermal zu wenig. Und sofort nass sind die und auch wenn man sie pflegt, da kann man sagen, was man will, irgendwann ist er nass. Gell? Und die da, die habe ich seit vielen, vielen Jahren, gibt es die und verwende die. Das sind die Betzel. Betzel-Abseilhandschuhe. Das ist die Winterversion. Die ist fester, hat ein bisschen mehr Leder. Ist nicht so, hat man nicht so viel Gefühl. Ja? Aber die sind robust. Also da kannst du arbeiten mit denen. Und ich tue mir die aber wieder so alle 3, 4, 5, 10 Mal einsetzen oder in der Natur gewesen sein, tue ich sie mit ganz genau so wie ich die Schuhe pflege. Ja? Renegade übrigens. Gell? Das ist mein Schuh, der Renegade. Ja? Ah, super Schuh. Wie gesagt, mit dem gleichen Zeug tue ich die einlassen und richtig fest einschmieren. Auf den Ofen legen, trocknen lassen. Nur einmal einschmieren. Auf den Ofen legen, trocknen lassen. Und oft noch ein Imprägnierspray drüber und das ist super. Also das hilft wirklich tatsächlich gewaltig. Und ich kann den nur empfehlen. Und das nächste Mal zeige ich nachher die Sommer, ich weiß ja nicht, ich habe ja einen im Sommer, die alten habe ich jetzt leider, ich muss warten, bis die neuen wieder da sind, weil die sind fertig gewesen jetzt. Die habe ich so viele Jahre jetzt auch umgehabt und die haben einfach, irgendwann wird auch jeder Handschuh fertig. Aber die sind griffiger, die haben oben nicht so viel Leder, haben da mehr diesen Stoff, gell, diesen elastischen, ganz bequemen Stoff, gell, und ist ja sehr fester Stoff, das schützt die Hände ganz extrem, aber lasst ein bisschen klimatisiert es ein bisschen. Ja, und die möchte ich da zeigen auf das nächste Mal, wenn ich sie gekriegt habe. Aber das ist die Winterversion und ich kann da nur eine Empfehlung angeben, und zwar eine klipp und klare Empfehlung, weil ich sie seit vielen, vielen Jahren habe. Ich nehme sie zum Skifahren her, ich nehme sie zum Tourengehen her, speziell zum Laufengehen, wenn es kalt ist. Ich habe sie immer, wenn ich spazieren gehe, wenn ich Bushcraften gehe, wenn ich im Wald gehe, wenn ich etwas Wurzeln schneiden gehe, ich hole die immer an. Und ich kann nur das beste Zeugnis für den Betzel angeben. Es gibt eine schwarze Edition, gell? Die schwarze gebe ich jetzt nicht ganz so, denn weil ich bei mir war noch nie,
Ich habe jetzt meinen Sohn die Schwarzen geschenkt, gell, weil der braucht Schwarze und der wird sicher darüber berichten. Und wir haben sie die fälschlicherweise geschickt, Schwarze. Und da sagen die Leute manchmal, die farmo. Wenn sie richtig platschnau sind, dann farmen sie auch. Da hast du schwarze Hände. Und das wisst ihr alle, das ist das lässigste, lästigste und beschissenste, was es gibt, wenn die Handschuhe hochfarben. Weil das geht ja kaum her. Also, die Schwarzen. Die da. So, da mal schauen, wie es da ausschaut, da innen. Heute brauchen wir keine Handschuhe. Wir haben kein Feuerholz gemacht. Wir haben kein Lager gebaut. Da habe ich aber schon den ganzen Tag einen Sack. Weil wenn es kalt wird, wenn die Sonne weggeht jetzt nachher, ich habe ja einen 2-Stunden Abstieg vor mir. Dann kann es sein, dass es schnell geht. Und dann ist wichtig, dass die Handschuhe warm sind. So. Mein Stackel stecken. Das ist mein liebstes Werkzeug. Kann man da hinschauen, wie es da ausschaut. Schau, jetzt haben wir hier. Wahnsinn! Das ist heiß. Das ist schon heiß. Super, super gut. Jetzt werde ich mich da auf den Schock herhocken und das gemütlich essen. Schaut einmal her. Und schaut einmal her, was da für Fleischstückchen innen sind. Seht ihr das? Es ist total heiß. Gell? Das kam der Hübsch. Und das ist eine Portion für zwei. Wenn jetzt mein Essensset mit hat, wo ich alles drinnen habe, was ich heute nicht brauche, weil ich nicht gekocht habe, dann tat ich mir ein bisschen Chili reichen noch. Ein bisschen Tabasco oder Chili. Ansonsten ein wunderbarer Geschmack. Und wie gesagt, Leute, das Expressmenü hebt ewig, ist essfertig, nur mehr warm machen und reicht, wenn es sein muss, für zwei Personen. Das sind Wahnsinnsportionen. Also, Barakuk. Hört ihr das? Da blubbacht es da innen, gell? So heiß ist es da. In der Hebska. Leute, wie gesagt, eine klare, ganz klipp und klare Empfehlung für das Ding. Auch wieder. Ist einfach bequem. Ja. Es geht nichts übers Feuer machen. Es geht nichts über die Bushbox. Oder andere. Die Feuerbox oder so. Wurst, was ich da habe. Jeder Hobo, gell. Egal. Es geht nichts drüber. Ja. Und auch Gas ist gefährlich. Ich nehme das Gas auch dir mit. Gell. Oder ich habe von Optimus die. Ein Allesbrenner, gell, der ist perfekt, da kannst du mit alles, gell, Gott und Gott, dass du nicht einpinkeln kannst und das brennt. Genial, aber wie gesagt, nur einmal. Am liebsten tue ich auf einem offenen Feuer mit dem Pfandl selber frisch etwas kochen. Aber auch dir mal ist das einfach die absolut bärige Mega-Variante, um schnell was Heißes essen zu können. In diesem Sinne, wünsche ich euch was.
Schönen Gruß von Aachen sehr, ganz herum auf den Joch. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Schwere Zeiten, schwierige Situationen. Wir werden noch viel, viel, viel hören und lange, lange, lange damit leben müssen. Leider. Wenn auch die echte Impfung heraus ist, das sagt gar nichts. Leute, macht es gut. Bleibt gesund. Brav bleiben. An den Wald gehen. Kraft sammeln. Und falls man es vor Weihnachten nimmt, auch wohl mir segnen. Ich verspreche euch es. Meine Weihnachtsansage kommt. Servus, Pfiat euch.